Hallo, liebe Freaks! Hallo, liebe Spindelmeer-Freaks! Hallo, Tau-Fans! Hallo, Bastel-Fans! Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Es ist wirklich super nett, was ihr mir so für wirklich nette Kommentare unter meine Schrauber-Videos schreibt. Das ist wirklich wahnsinnig nett. Das ist wirklich toll. Da freue ich mich wirklich drüber. Das ist echt cool. Ja. Bup. Jetzt hat sie geknallt. Ja, ich habe jetzt die letzten Teile bekommen von Toro. Man kann ja sagen, was man will über die Preise von Toro. Sie sind hoch, aber Toro hat alle Ersatzteile. Toro liefert super schnell die Ersatzteile. Jetzt habe ich gerade noch das sogenannte Brake Band, dieses Bremsenband, was völlig verschlissen war. Habe ich das noch? Hier ist es noch. Das völlig verwarzte Bremsenband von meinem Mäher, das habe ich jetzt auch noch nachbestellt. Das kam aus Amerika, das hat auch nur mal 3-4 Tage gedauert. Aus Amerika, das ist der Hammer. Also das muss ich Toro lassen, das ist cool. Die liefern super schnell Ersatzteile und sie haben wirklich fast alle Ersatzteile da. Also wenn eins mal nicht da ist, dann wird das aus Amerika bestellt. Das ist grandios. Ja. Was machen wir heute? Jetzt räume ich erstmal auf. Ich räume jetzt erstmal ein bisschen auf. Den ganzen Staub, den ganzen Dreck weg. Ich habe die allerletzten Aluteile jetzt poliert. Hammer. Das ist wirklich nicht schlecht geworden. Die Teile sehen ziemlich, ziemlich cool aus. Da habe ich jetzt 350 Euro gespart, weil ich das jetzt selber gemacht habe und nicht habe strahlen lassen. Aber wenn ich jetzt noch weitere mehr zerlege, dann kaufe ich mir wahrscheinlich einen richtig guten Kompressor und eine Sandstrahlkabine. Ich glaube, das macht die Sache wesentlich einfacher. Yeah! Ja, hier. Ich verrate es euch nicht. Natürlich verrate ich es. Mit der Flex und der Drahtbürste drauf, ohne Handschuhe. Einmal rüber. Zack, die Haut weg. Aua! Blöd. Also, ihr lieben Bastler, denkt an eure Schutzausrüstung. Ich habe noch was richtig Tolles. Das habe ich heute gekauft. Ich mache hier mal kostenlos Werbung für diese Firma. Das ist unfassbar. Und zwar von 3M. Von 3M Maske für Handschleifen und Elektrowerkzeugarbeiten. Das ist eine ganz interessante Maske. Ich habe immer das Riesenproblem, wenn ich mir diese Standardmasken, wenn ich mir diese Masken immer aufs Gesicht haue, schmeiße ich gleich weg, dann beschlägt jedes Mal meine Brille. Und hier steht ganz explizit drauf, mit dieser neuen Maskentechnologie. Und zwar ist das eine Maske. Ich kann die nochmal aussetzen. Das ist eine Maske. Und zwar, die ist, hat hier unten sehr, oben sehr, sehr, sehr schönen, breiten Schaumstoffschutz und muss so runtergezogen werden. Und ist etwas anders geformt. Und diese Maske hat tatsächlich das erste Mal funktioniert. Da ist meine Brille nicht beschlagen. Also das finde ich ja nun grandios. Cooles Teil, da kann man mal sehen, wie dreckig die ist und was man so an Staub in seine Lunge reinzieht, wenn man hier ohne Schutzmaske arbeitet. Naja. Was ich ja grundsätzlich grandios finde, ist so eine Handflex. So eine kleine, kompakte Handflex. Das ist die Bosch GWS 7-125. Klein und handlich, also eigentlich wünsche ich mir sie noch ein bisschen kleiner, um mit einer Hand gut arbeiten zu können. Ich habe schon einen richtigen kaputten Arm vom vielen Halten dieser Maschine, aber die ist richtig cool, die Maschine. Ja, das ist die Topfbürste, die ich hier rüber gezogen habe. Gleich geht's los. Gleich schrauben wir, das wird Thermos. So, okay. Ich habe mir überlegt, dass ich
die Spindel jetzt erstmal weiter zusammenschraube. Und zwar montiere ich jetzt das Untermesser an die Spindel, um danach beim Untermesser das Messer zu wechseln. Und das tun wir jetzt. So, der letzte Act, liebe Rasenfreaks. Jetzt wird das Gehäuse montiert. Jetzt habe ich hier schon das Lager reingedrückt. Mega. Ja, Freaks, ich breche jetzt mal hier ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist so cool, dass ihr dabei seid. Ich bin ziemlich am Ende. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier schon geschraubt habe. Aber egal, es muss fertig werden.
ist die Kupplung. Thank you.